Die Mezzosopranistin Angelika Kirschlager hat eine heimliche Leidenschaft für Bilder. Ihre kleinen Fluchten aus dem anstrengenden Leben im Opernbetrieb führen sie ins Museum. Immerhin hat sie am Anfang ihrer Laufbahn im Nebenfach Kunstgeschichte studiert. Gleich treffe ich Sie, die Operndiva und Liedinterpretin Angelika Kirschlager. Seit Jahren reiht sich bei ihr Erfolg an Erfolg. Sie wird gerühmt für ihre warme Stimme, ihre ungewöhnliche Gestaltungskraft, die Intelligenz ihres Vortrags. Hinter diesem Nimbus muss mehr stecken als nur Stimmtalent und Technik. Wie sie zu jener Künstlerin geworden ist, die wir heute so bewundern, das will ich herausfinden auf einer Reise in ihre Kindheit. Grüß Gott, Frau Kirschlager, freut mich. Hallo, Schneeberger, freut mich auch. Wäre es okay, wenn wir du zueinander sagen müssen? Sehr gerne. Wir haben ja recht. Gut, freut mich. Du hast vorgeschlagen, dass wir uns hier im Museumsquartier treffen. Das war dein Wunsch. Warum? Ich brauche die Kunst und ich bin so froh, dass es Bilder gibt, in Wien so viele. Ich habe auch einige Jahreskarten, damit ich kommen und gehen kann, wann ich will und schauen kann, so viel oder wenig ich will. Es ist wie eine Konzentration auf sich selber. Ja. Es sind Momente, die man nur mit sich selber hat und wo man sich auf sich konzentriert. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und sehr schwer in unserer heutigen Zeit, diese Momente zu finden. Und dort im Museum finde ich sie. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren. Ist gut. Wer so eine internationale Karriere hat wie Angelika Kirschlager, der muss über geheime Kraftquellen verfügen. Eine davon ist bei Angelika Kirschlager ganz offensichtlich ihr nahe Verhältnis zu Kunst und Künstlern. Eine andere Quelle der Kraft ist ihre Kindheit. Dorthin reisen wir jetzt zurück. Eine Reise, bei der es unter anderem um Mozartkugeln, eine Mofa-Gang und die Mode der 1970er Jahre gehen wird.